Hallihallo, hallo, werte Kampffreunde und Elder Scrolls Fans und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Elder Scrolls Legends. Kommt ja ganz gut an bei euch, dieses Projekt. Bisher ziemlich viele Aufrufe und das freut mich natürlich sehr. Einige neue Abonnenten deswegen, also herzlich willkommen. Und heute machen wir Versus Arena. Haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht, weil ich wollte ja mich ein bisschen hochrenken. Hat leider nicht so geklappt. Darum machen wir jetzt diesen Arena ran. Weil Arena macht Spaß. Habe ich schon eine Weile gespielt. Und die... Ja, ja, halt die Klappe. Und die letzten privaten Arenenrunden gingen ziemlich gut ab. So, jetzt ist die Frage, wen nehmen wir? Den Hexer, den Krieger oder den Bogenschützen? Also ich habe letztens, glaube ich, mit einem Krieger gespielt und es lief so gut. Obwohl die jetzt nicht so gut aussah. Deswegen nehmen wir ihn nochmal und schauen, ob ich damit nochmal Erfolg haben werde. Und diesmal auch vor der Kamera. Und ja, hoch gut. Hier kommt der Krieger! Ja, der Krieger! Und wir kriegen die Legendary. Habe ich letztes Mal nämlich nicht bekommen. Das ist nicht schlecht. Auch nicht schlecht, aber ich finde den ziemlich gut. Er kann nicht angezielt werden. Und ist ein Wächter. Steinwurf ist ziemlich gut, vernichtet eine Kreatur, wenn die Schwäche ist, der hat mir... Wegen ihm allein habe ich gewonnen. Weil er plus 5 aber mal gibt, das ist schon ziemlich krass. Der hat ziemlich gut funktioniert, weil er ziemlich tödlich ist. Der wieder natürlich plus 5 Angriff, wow. So, diese Karte scheint mir auch ziemlich geil zu sein. 2-1-1er, klingt eigentlich scheiße, aber... Die haben ja, die kosten 0 und haben Ansturm und dies bedeutet, theoretisch bedeutet das nur für 3 Mana 2 Schaden machen. Aber da gibt es Kombinationen, wir nehmen die mit. So, ich würde hier tatsächlich den Zermalen, wenn den Schlag nehmen, 3 Schaden, auch ins Face, ist okay. Der hier hat auch ziemlich gut funktioniert, ein 4-6er. Und Regeneration, 4-6er, wenn du weniger Handkarten hast. Und darauf werden wir spekulieren. Ein schnelles und krasses Deck. Ich weiß nicht, ob ich den gut finden soll. Für 2 und 3 Einser. Fügt allen Gegnern einen Schaden zu. Treukpanzer. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich den. Ein Gegner einen Schaden machen kann hilfreich sein. Ich würde sagen, wir haben nicht sehr viele Intelligenzkarten, nehmen wir also diese Karte, 3 Rüstungen, eine Karte ziehen. Und, oder den, der ist ziemlich gut. Das Magicka erhöhen, das ist ein Wächter. Ah, wir haben unser Magicka. Also Magicka. Ich glaube, wir nehmen wieder die Karte, ich finde die irgendwie so geil. Steinwurf ist super, wir brauchen nur mal auch Karten, die... Ah, okay. Den oder ich glaube tatsächlich verfluchter Geist ist ziemlich gut. Wir müssen aber mal aufpassen. Wir haben bisher keine 1 und 2er. Das heißt, wir müssen auch mal kleinere Karten nehmen. Ziemlich gut. Kann durch Aktion keinen Schaden erleiden. Nehmen wir mit einfach, weil er ziemlich gut ist. Und eine 2er-Karte. Würde tatsächlich sagen, wir nehmen den Stahlgrumsibbel mit. Weil der kann manchmal ziemlich vernichtend sein. Dann nehmen wir den mit. 3, ein 3-3er. Wenn wir ihn ausrüsten, kriegt er aber plus 0, plus 3 dazu. Wir haben gerade einen Ausrüstungsgegenstand. Kann also hilfreich sein. Sturmangriff nehmen wir mit. Der Rest ist aber scheiße. Ja, wir könnten den natürlich mitnehmen. Den finde ich nicht so gut. Ist ein 2er aber. Ein 2-2er für 2. Und wir haben nur noch 13 Karten zur Auswahl und so gut wie kein Early Game. Deswegen müssen wir den jetzt mitnehmen. Her damit. So. Der ist nicht so gut, ein Krieg, orkischer Krieger haben wir für 4, plus 3 und durchbrechen. Naja. Die scheint mir ziemlich gut zu sein. Alle verbündeten Kreaturen in einer Reihe heilen und ihnen plus 1 geben. Für 3 Mana nehmen wir mit. So, das ist wieder ziemlich gute, das sind gute Karten. Wir haben aber schon zweimal Steinwurf, sind richtig, oder? Ich glaube, wir sollten nicht zu oft Steinwurf mitnehmen. Die Frage ist jetzt, wollen wir allen anderen Kreaturen einen Schaden machen? Für 3, aber... Oder nehmen wir für 2 und 2, 3, mit der plus 1 Angriff bekommt für jeden Gegner in der Reihe. Und ich entscheide mich für den, weil wir haben wirklich kaum Early Game. Ab 3 zähle ich ja schon zu Late Mid Game. Also her damit, mit diesen Early Game Karten. Klar, Schutzschild und so weiter nehme ich auch mit.
Wir haben auch keine wirklichen Late-Game-Karten, bis auf den Ogre, oder? Das muss reichen. Wo sonst hätte ich den noch mitgenommen? Wir haben wieder einen Zweier, nehmen wir mit. Auch wenn ich lieber den einen vielleicht mitgenommen hätte. Der hat Prophezeiung, her damit. Und ist ein Ork, vielleicht wird das ja irgendwie nützlich sein. Jetzt müssen wir schauen, wie viele Orks wir haben. Dann ist der Zweier vielleicht doch eine gute Wahl. Ein. Das steht ja immer unter dem Namen. Zwei. Drei. Ich glaube, das war's schon. Ja, das sind so alles. Drei ist nicht viel. Wir können ja das Tribok nehmen. Das ist ziemlich cool. Aber eigentlich brauchen wir schon ein paar Zweier noch, glaube ich. Das ist auch nicht schlecht. Für 3 und 3 Vierer und alle Aktionen kosten mehr. Aber wir haben schon so viele Dreier. Wir nehmen den Vierer mit, komm. Der Vierer kann sehr hilfreich sein. Stärke Kreaturen haben plus einen Angriff. Ist eigentlich ziemlich gut. Also nicht wirklich gut, aber kann man brauchen. Nehmen wir mit. Ist dauerhaft. Kann also nicht viel schief gehen. Hier ein Einsatz, der einen Schaden macht. Der damit. Also, wir haben eigentlich fast nur Stärke Karten, oder? Schauen wir mal. 1, 2... Kann man das hier irgendwo anders nachlesen? Ich weiß nicht. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Heißt, er kann schon mal funktionieren, aber nicht unbedingt. Und wir haben schon so viele Dreier. Wir nehmen den damit, der ist so gut. Steinwurf nochmal? Mittlerweile haben wir ein gutes Early Game, das heißt, wir brauchen das. Ja, wir nehmen den mit, komm. Oh, wird noch mal eine Ausrüstung her damit. Der Rest war nicht so gut. Und ich würde mich für den spukenden Geist entscheiden eigentlich, wenn wir nicht schon unendlich viele drei hatten. Oder ich den Rest nicht so toll finde, obwohl hier. Eine Kreatur plus eins geben, erscheint mir auch ziemlich geil. Und wir haben drei Anwendungen dafür. Aber der ist ziemlich geil. Aber wir haben schon. Na gut, das ist auch eine Dreierkarte theoretisch. Wir nehmen den mit, der verstärkt Kreaturen und ist super geil. So, das ist unser Deck. Unser Krieger. Könnte funktionieren. Aber das werden wir dann sehen. Mann, nimmt auch alles auf, hoffe ich. Meine Haare sehen wieder heute etwas komisch aus. Ja, sah vorher noch besser aus. Also ist das eben, wenn man lange... Ups. Ein 3 ist eigentlich ganz gut. Steinwurf, ich weiß nicht, ob Steinwurf jetzt gut ist. Mit der Hand bestimmt nicht. Das sag ich, ist ein Dreier, weil der gibt uns 2 ins 1, also ist theoretisch ein Dreier. Der macht einen Schaden. Der sorgt dafür, dass der Gegner gebremst wird. Da gibt es 2 ins 1, das ist okay. Wollen wir den ausspielen? Nee, ich würde sagen, wir spielen eher den aus. Packen den dahin. Damit wir nicht dauernd von der Seite angegriffen werden, weil dort verstecken sich die Einheiten, wir können sie nicht angreifen. Dann greifen die uns an und wir sind, naja, unzufrieden, sage ich mal dann. Jetzt habe ich den, komm, jetzt aktivieren wir die auch. So, mit der Karte töten wir seinen 2-2er. Aus dem einfachen Grund... Dass er nicht möchte, dass er im nächsten Zug 4 Magicka hat. Magicka, keine Ahnung, wie er das ausspricht. Magicka, glaube auf Deutsch. Ich glaube, Magicka hört sich geil an, wie Magic eben. Und deswegen will ich das aufhalten. So, er hat 4 Handkarten. Wenn ich den ausspiele, haben wir theoretisch 3 Handkarten. Und dann hätten wir ein 4-6er. Das Problem ist, das ist ein 3-2er. Egal, wir machen das. Wir haben dann nur 3 Handkarten und er dürfte den +2/+2 bekommen. Weil wenn wir wenige Handkarten haben, ist er super stark. Damit können wir ihn +1/+1 geben, ihn zerstören, weil er kriegt +3 Angriff. Ja, das möchte ich dann irgendwie verhindern. Aber wir können auch den einfach spielen. Ist gerade sogar die bessere Karte. Um seine Karte loszuwerden. Meine Pfeile werden ihr Ziel treffen. So, zack, zack. Und Schaden machen.
Ui, was hat er wohl als Prophezeiung? War vielleicht 2-2er? Okay. Aber das ist ärgerlich. Ah, ist das ärgerlich. Wir können den nicht vernichten und er vernichtet den jetzt. Ah, shit happens. Das ist really shit happens gerade. Aber wir haben auch nichts, was den das da irgendwie vernichtet. Oh, natürlich hat er sowas. Der ist einfach so überbrochen. Der Gegner, immer wenn er Magicka erhält, kriegt der einen Angriff dazu. Und hey, jede Runde kriegt man einen Magicka dazu. Also wird er sehr stark. Wir könnten das machen. Und das können wir seinen 4-4er töten. Das ist auch das Einzige, was wir in dem Zug machen können. Also, wir töten den. Wir müssen den irgendwie vernichten, aber je länger er besteht, desto schwieriger wird es, ihn zu töten. Ich würde sagen, wir haben diese Runde verloren. Allein wegen ihm. Ah, komm. Oh nein, Kombinationen, Kombinationen. Ah, wir haben auch nichts. Ja, wir haben die Karte, aber wir haben keine Kreatur, die so stark ist, dass wir da. Hey, ein 3-3er. Wenn wir den aufpowern können. Für 7 könnten wir ihn natürlich aufpowern, aber. Das würde nicht funktionieren, weil er 6 Stärke hat. Der erhöht höchstens seine Death. Ja, unser Early Game war eben nicht ganz so top. Hätten wir besser ziehen können. Deutlich besser. Aber den können wir töten, wenn er ihn nicht aufpowert. Der ist also egal für uns. Oh, der ist gut. Der tötet den zumindest. Dafür müsste ich aber. Oh, wir haben sogar was Besseres. Den theoretisch. Steinwurf. Hohoho. Der hat tödlich. Das heißt. Bäm! Angriff und weg ist er. Der kleine Mistkerl. Sonst müssen wir den tatsächlich spielen. Weil er den nicht mit Aktionen ins Ziel nehmen kann. No. Muss er eben 7 Schaden so reindrücken. Und das war er bisher. Ja, er greift nicht an. Das ist gut für uns. Wir greifen nämlich an. Und spielen jetzt den hier einfach hin. Ha! Ohne Aktion ins Ziel nehmen. Tja, verlierst du jetzt den Nachtfünfer, mein Herr. Mein Psoe. Wir hätten jetzt normalerweise nur noch 9 Leben. Weil er mit 7 normalerweise hätte angreifen sollen. Aber wollte uns wohl nicht die Endkarten geben. Er kann ihn nicht mit Aktionen ins Ziel nehmen, kann aber sowas machen. Und jetzt könnte er ihn noch zerstören. Okay, er macht es auf diese Art. Also wir kriegen den nicht tot, mal wieder. Doch er voll schwachsinnig jetzt anzugreifen. Weil. Oh, er hat wenige Handkarten. Das hat er gut gemacht. Aber ich kann ihn nicht mehr gewinnen. Wir haben keine Hard Removals. Bis auf eben die eine Karte, die wir noch zweimal im Deck haben. Genau, diese Karte. Könnten höchstens. Naja, die kostet 3 Mana, das ist das Problem. Das sind 12 Schaden an uns. Und ich würde sagen, ziemlich beschissen. Wir könnten das machen, das sind 2 Angriffe. Naja. Nächsten Zug können wir deaktivieren und dann den töten, aber sonst. Ansonsten können wir nicht viel machen gerade. Das ist echt ärgerlich. Wir können nichts machen. Und wenn wir den jetzt nicht. Warte mal, das sind 9 Schaden. 11, 15. Heißt, wir würden mit einem Leben überleben. Okay. Schauen wir mal, ob das ein Fehler war. Wahrscheinlich. Ja. Müssen wir tatsächlich einen töten. Damit wir nicht sterben. Die bringt so gerade gar nichts.
Oh, warte, er verstärkt sich. 11, 15 immer noch, genau. Hat er alles berechnet? Warte, der könnte ziemlich stark werden. Ja, ich würde sagen, er hat wahrscheinlich irgendwas, um uns den einen Schaden noch durchzudrücken. Ich kämpfe bis zum Ende. Okay, er nimmt den auf die Hand. Ich schiebe Wache. Und gibt ihn dahin. Kommt und nehmt eure Strafe. Ihr seid so freundlich. Wow, okay, er hat den. Ja, das war unfair. Die Karte allein hat ihn den Sieg gebracht. Weil ich hatte nichts dagegen. Wow. Ziemlich beschissene Situation. Eine Runde machen wir noch. Ach ja, ich muss das Deck noch. Hab vergessen, das Deck zu fotografieren. Ups. Können wir das nochmal drucken jetzt? Okay. Nehm ihn auf, ja. Geh mal kurz schauen, ob ich das jetzt einfärben kann. Ob ich das nehmen kann? Als Deckliste, ja, kann man machen, okay. Damit ich das ja auch im Video habe. Jo, wenn ich es nicht vergessen sollte. Hey. So ist jetzt hier. Zack, zack, klappt alles. Super. So, diesmal, wir haben ja auch davon unendlich viele gehabt. Bloß haben wir die nicht gezogen. Beziehungsweise da sie einfach zerstört, der Mistkerl. Ja, ich wollte. Wir haben zwei Ausrüstungen im Deck. Das heißt, seinen Effekt durchzubekommen ist selten. Ja, erstmal hier. Wenn er nichts hat, um ihn zu zerstören, wird er erstmal dieses Feld nicht besetzen. Weil er nicht will, dass seine Minions alle stüppeln. Perfekt. Ein 2-3er. Kann ihn töten. Und wir können ihm Schaden machen, weil er sich hochgeheilt hat. Das heißt, wir brechen etwas später erst seine Rune. Wenn er nicht Karten hat, die mehr Leben erfordert und dann einen tollen Effekt hat, wird da nicht viel passieren. Die ist gut. Oh, die ist auch gut, aber im Moment. Wir machen erstmal Schaden. Schaden. Ich würde sagen, wir machen das auf diese Art. Wir brennen den Tod hier. Bums. Und für 3 werden wir den hier spielen, damit er ihn töten kann. Somit haben wir immer noch dieses Feld. Wir haben den 1-1er, den alles hier vernichtet. Wir haben ansonsten 3 Schaden, die wir machen können. Plus das und nochmal 5 Schaden. Heißt, ich kann damit da alles quasi vernichten. Da nicht. Das ist jetzt brutal. Der Mistkerl da. Könnte ihm +1/+1 geben. Das kostet mich 6 Mana. Ich könnte hier +1/+1 geben. Und den heilen. Dann ist das nämlich ein 3-4er. Und den sterben, lassen wir eben sterben. So ist das eben. Tut mir echt leid. So. Machen wir eben dort den ganzen Schaden. Wenn er mich hier blockiert, gehen wir dort in den Angriffsmodus. So, wenn ich den in 2 Zügen... Oh, schade, hat er sowas. Ah, den musste er auf den 3-4er setzen, stimmt. Ist akzeptabel für uns. Hat noch 3-3er. Ja, wir greifen da einfach weiter an. Und hoffen, dass er da nichts hat eigentlich. Was uns den 2-2er tötet. Es scheint auf jeden Fall irgendwas zu sein. Ja. Da scheiße ich drauf. Ich sagte, da scheiße ich drauf. So. Weg mit dem Scheiß hier. Nicht so. Oh, wir benutzen den jetzt. Blockieren den. So dass wir weniger Schaden kriegen. Und dass wir den nächste Runde aktivieren können. So. Das wären dann nämlich 9 Schaden. Dann hat er noch 10. Ach, 9. 9? Nein, hä? Wir machen 9 Schaden und. Brennaufgab. Ups. Oh, er hat eine Riesenschlange, die alles. Oh, das ist hart. Das heißt, er bringt gerade gar nichts. Oh, warte, wir könnten den. Das bringt, wie gesagt, nichts. Steinwurf ist irgendwie scheiße, habe ich das Gefühl.
Wir können 2 Schaden eben mehr machen. Ah, der wird aber auch ein... Oh, scheiße, ein 1-1, das stimmt dann. Das ist auch scheiße. Ja, das sieht nicht gut aus gerade. Ich meine, es ist okay, wir haben hier ein Feld. Aber wir können diese Karte nie nutzen. Der Steinwurf war einfach eine Fehlentscheidung. Ja, er tötet die jetzt quasi für umsonst. Und wir haben nichts, was einen Schaden schießt. Hätten wir vielleicht öfters mal nehmen sollen. Naja, das ist jetzt eher eine Karte. Wow, ab 10. Okay. Diese Karte war absolut eine Fehlentscheidung. Wir haben einfach nichts, was da irgendwie großartig Schaden oder wie wir unsere Viecher aufpowern können. Und deswegen war das ein Fail. Ah, ich hätte den beschwören sollen, auch wenn er nichts aufpowert. Und nächste Runde hätten wir dann beide aktivieren können. Und oder wir ziehen. Wenn wir einen Ausrüstungsgegenstand ziehen, haben wir... Oh Gott. Er hat sich tatsächlich die Karte. Okay, ich glaube, wir haben ein richtig mieses Deck gecraftet. Oh ja. Wir haben aber immerhin so viele Steinwürfe. Oh Mann. Und wir haben keine Ausrüstung von 2 gezogen. Also wir könnten den spielen, aber wir haben zu viele Landkarten. Wir könnten jetzt Steinwurf nicht mehr aktivieren, weil er hat zu viele Karten. Bla bla. Ja, das erbärmlich. Er hat mit dem Zug, weil er es tatsächlich geschafft hat, unsere Einheiten einzuketten. Nur deswegen hat er gewonnen. Okay, Leute, wir haben 2 Niederlagen. Wir werden jetzt nochmal ein Spiel machen, auch wenn es eigentlich zu lange dauert, die Folge, aber... Ich fürchte, wir könnten verlieren und 0 Sieger haben. Nachdem ich 3 oder 4 Runden hatte mit mindestens 5 Siegen, kommt dann natürlich, während ich aufnehme, natürlich dann, obwohl ich ein Deck hatte, mit dem ich 5 oder 6 Siege hatte, schaffe ich es jetzt damit, 0 Siege zu erringen. Dabei sah es gar nicht so schlecht aus, aber irgendwie... Ich habe die eine Karte dreimal gewählt und die habe ich nie nutzen können bisher. Ich habe nichts, um meine Kreaturen zu verstärken und habe das irgendwie nicht bedacht. Oder wir ziehen die ganz guten Kreaturen einfach nie. Ich weiß es nicht. Nee, wir haben aber nichts, was groß ist. Und nicht viele Karten, die groß werden oder irgendwie aufpowern können. Ich glaube, das war einfach eine schlechte Kombination. Hatte ich vielleicht vorher eine andere Kombination? Ich weiß es nicht. Ich war einfach mies. Wir haben aber auch... Ja, das war eine schlechte Kombination einfach, glaube ich. Mies gelaufen. Scheiße, den können wir auf jeden Fall töten. Der ist egal, ist nur 3er, wow. Vielleicht haben wir endlich einen Gegner, der ein noch schlechteres Deck zusammengewürfelt hat als wir. Ja, den töten wir. Und er kann ihm nicht, zumindest keinen Schaden machen. Oh, wie ich diese Mistkerle hasse. Jetzt müssen wir dem 3 Schaden machen, really? Jetzt hat er ihn, natürlich hat er die perfekte Karte. Der Gegner. Indem er ihm bloß einen Angriff und 3 Verteidigungen gibt für 3 Mana. Für 2 Mana, sorry. Wir können dagegen nichts machen. Und Steinwurf, wir können den töten aktuell. Weg mit dir, Mistkerl. Puh, okay. Das war okay, das war ganz okay, ja. Er zieht ihm jetzt eine Karte, aber okay, das ist... Das müssen wir ja akzeptieren. Können wir nicht ändern. Sieht cool aus in der Kamera, finde ich. Mein Mikrofon, das blaue Licht. Schade, hat er ihn getötet. Ja, egal, der tötet den, der tötet den. Akzeptabel. Bums. Wir haben die Führung wieder übernommen. Man fürchte, wir haben aber doch zu wenig Late Game auch im Deck. Wir haben vielleicht da ein bisschen mehr als diese 3 Karten wählen sollen. Wäre natürlich cool gewesen, der wäre cool dagegen. Wenn wir es schaffen, wenn wir jetzt den Silence-Typi ziehen, können wir den silenzen, dann ist er nicht mehr im Schatten. Und dann können wir damit angreifen und ihn töten.
Umsonst. Haben wir nicht gezogen. Also machen wir einfach Damage. Und spielen den hier vielleicht aus. Ah, vielleicht rüstet der den aus. Das weiß ich nicht. Wir machen es trotzdem. Wir machen seinen 3-2er tötet unseren 2-1er. Gehe ich von aus eigentlich. Ah, die ist so schlecht. Aber vielleicht hat er ja Glück und zieht den geilsten Shit aus diesen 4 Karten. Für 6 Mana. Meistens eher sinnlos. Einfach schlecht, finde ich die Karte. Für 6 Mana ziehe 4 Karten, die 0 kosten. Und mache damit weniger als eine Karte, die 6 kostet, quasi. Ich würde bezweifeln, dass das die Karten sind, die ihm jetzt den Sieg bringen. Eventuell kann er aber den töten. Zum Beispiel. Weil er -1/-1 macht für 0. Oder aber Karten hier reinbekommt, die ihm 0er Karten vom Deck ziehen. Oder sowas. Ja, das ist egal. Solange wir den haben. Er hat tatsächlich sowas gezogen. Lol. Ja, okay, das war... dreimal heilende Hände. Wow. Okay, dann hatte ich wohl einfach nur Pech. Ah, die Fresse, Mistkerl. Okay, nächsten Zug können wir einen auf 5 plus auf 6 Angriff packen. Ich meine, dafür hat er immerhin seine 6er Karte verbraucht. Trotzdem krass. Aber damit töten wir dann den und fertig. Ja, ich habe natürlich keine Massenvernichtung im Deck. Wow, das ist eine saugute Karte gerade. Haha, weg damit! Oh, wieder 0-3er. Oh, tut mir echt leid. Na, greift lieber an. Interessant. Die Karte ist sehr gut gerade. Oh, sup. Den brauche ich noch. Damit können wir 6 Schaden auf einmal machen in einem Zug. Werden wir wahrscheinlich nächste Runde spielen, den Typi. Vielleicht töten wir den einfach. Mit der Kombination. Wir haben jetzt einen 7-7er draußen. Das heißt, wir könnten jetzt mal diese tollen Karten ziehen, die eine Kreatur zerstören mit weniger Angriff als die stärkste Kreatur, die wir haben. Er kann nichts machen dagegen. Gut gemacht. Ja, danke, Mistkerl. Packen wir den hier? Ja, oder? Komm. Weg mit dem. Wir gehen da einfach face, come on. Wir haben eine relativ gute Karte, die ist so gut. Hier packen wir den noch rein, so. Und hier können wir unsere Kreaturen schützen, solange er am Leben bleibt. Kann natürlich sein, dass er Karten im Deck spielt, die alle aufpowern. Würde mich ein bisschen sad machen, aber ist eben so. Oh nein, für 0, 1, 2er. Er hat tatsächlich. Wow, okay. Er muss trotzdem sein Feld da reinsetzen, das ist okay. Den töten wir. Und dann ist alles in Ordnung. Ist natürlich schlecht gelaufen. Was soll ich dazu sagen? Das sind genau 3, das heißt, wir lassen das Feld erstmal so. Die beiden töten den, der greift 4 Schaden, macht er. Ich hätte gerne mal mein Ausrüstungs- oder, ja, hätte gerne mal Karten gezogen, die sowas zerstören. Wir haben zum Glück den, der kann den töten. Eine Ausrüstung würde ihn so stark machen. Wir haben mindestens 2 im Deck. Oh, ja, die haben wir auch noch nicht einmal gesehen. Nun denn. Es bringt nichts, den da zum Sterben zu lassen. Ach stimmt, der hat nicht mal
Da muss ich aufpassen, er ist nicht mal eine starke Kreatur. Keine Stärke! Oh, der Dolch! Viel zu spät, mein Herr. Er ist eine starke Kreatur, theoretisch. Bringt mir aber jetzt nichts, einen Schaden da zu machen. Echt ärgerlich. Wir behalten die Karte. Das sind 6 Schaden auf mich. Ich glaube, das verlieren wir auch. Oh Mann. Okay, wir haben einfach. Okay, wir haben 3 Karten im Deck, die ihn zerstören. Das ist nicht schlecht. Den können wir zerstören auf jeden Fall. Er hat nur Landkarten. Wow. Also zerstören wir den, würde ich sagen. Das ist leider, der hat 7 Angriff. Ups. Ich würde sagen, wir sind tot, weil wir dagegen nichts machen können. Und ich kann den noch nicht anvisieren. Okay, wir haben aber das schlechteste Deck aller Zeiten gecraftet, glaube ich. Echt ärgerlich. Oh, May. Was haben wir nur für einen Scheiß zusammengebastelt? Oh, oder ich. Was haben wir nur für einen Scheiß zusammengebastelt? Nie wieder. Krieger, du hast mir einmal Glück gebracht, aber dann... Ja, wow. 3 davon im Deck. Und die kommen natürlich jetzt, wo sie vorhin brauchbar gewesen wären, kommen die am Ende. Unter den letzten 13 Karten. Oder 12. Oh Mann, war das schlecht. Das ist Minus. Passiert ab und zu mal. Schlechtes daran ever. Wir machen nächste Folge einfach noch eine Arena. Das war so erbärmlich. Vielleicht nehme ich dann nochmal den Krieger. Um zu zeigen, na, das geht besser. Ich hab's ja schon besser gehabt. Und eigentlich war das nicht so. Ich weiß nicht mehr, welche Kombination das war. Das war der Krieger. Und das ist die gleiche Kombination gewesen, dann demzufolge. Hätten wir wenigstens was in den Booster, waren wir nicht. Schade. Ein totales Minusgeschäft. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ein Däumchen würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.